Elise, sind deine Männer bereit? Bereit? Die können sich kaum zurückhalten. Bitte, du musst mir mit den Wachen helfen, bevor unsere Männer das Schiff stürmen und dabei durchlöchert werden. Gut, machen wir. Komm, kann ich. Geht doch. So, wo war der erste? Ich wollte nämlich ein paar Pfeile wieder haben. So, getragene Kisten. Was soll ich denn jetzt damit machen? Soll ich jetzt einfach nur die Kisten wegbringen, oder wie? Oh. Ach. Aha. Komm, die Peitsche. Lass die Peitsche. Hahaha. Was das doch für einen Spaß macht mit der Peitsche. So, komm. Und wir haben auch einen Schnellgiftpfeil bekommen. Wie schön. Habe ich jetzt. Da liegt noch eine Kiste. Gut. So, und jetzt schnell zurück, um den anderen zu helfen. Ha. Geil. Was hast du vor, mich vorbeigehen? Ah, ja. So, sind wir fertig? Zwei Kisten selbst tragen. Oh. Ja, vielleicht hätte ich das machen sollen. Scheinbar kann man mit dem Springen irgendwelche speziellen Angriffe. Wow, Avelin, das war spektakulär. Ich bedauere nur, dass Vasquez nicht an Bord war. Na komm, es ist noch nicht aller Tage Abend. Vielleicht hilft dir das hier ja. Und schon wieder keine volle Synchronität. Wie schade es doch ist. Die Dokumente, die an Bord des spanischen Schiffes gefunden wurden, enthalten Befehle, das Chichen Itza zu fahren,
Also nach Chichen Itza zu fahren und das Arbeitslager zu erobern. Aus Angst um die Sicherheit ihrer Mutter und auch in der Hoffnung, die zweite Hälfte der Prophezeiungsscheibe zu finden, kehrt Evelyn nach Chichen Itza zurück. Ja. Wir fahren wieder in die Ausgrabungsstätte. Wie schön. Glaube ich zumindest. So, aber erstmal hole ich mir noch eine Kiste. Oh, und ich sehe gerade, ich habe 20.000 EQ. Das bedeutet, bevor ich fahre, hole ich mir auf jeden Fall noch die schöne Pistole. Reiß mindestens einen dieser Steckbriefe ab. Damit ich da hinten Gegend ungesehen bin. Komm, runter damit. Fein. So, haben wir in der Nähe irgendwo einen Waffenlager oder... Warte mal, wo ist unsere Mission? Hä? Bin ich gerade blind? Nein, okay. Da... Was ist das? Schiffsbesatzung. Geschäftsrivale. Oh, was man hier alles machen kann. Wie schön das doch ist. So, ja, dann würde ich sagen... Wir... nehmen erstmal die Umkleidekammer, dann unsere geliebte, oder nicht geliebte, sondern ersehnte Pistole. Und dann geht's ab mit dem Schiff nach Xing, keine Ahnung, wie das ausgesprochen wird, ich gib's auf. Wieso habe ich schon wieder... Nur weil ich über den Marktstand gelaufen bin. Das gibt es doch nicht. Vorne gibt es noch einen Steckbrief, komm. Das ist der letzte, den ich abreißen muss, hoffe ich. So. Schön, noch eine Umkleidekammer frei. Da vorne ist ein Waffenladen. So ganz geheim, was da drin ist, weiß niemand. Pistolen! Doppelpistole. Taschenpistole. Ja. Komm, ich nehme eine Taschenpistole. Gut. Und hier vorne gab es irgendwo noch Geld. Das nehme ich natürlich auch noch mit. Wenn ich schon mal da bin. 750. Rede mit den Sklaven. Sie werden rebellieren. Ach so. Töten wir sie! Wir müssen mal wieder eine Rebellion anzetteln. Am besten ohne gesehen zu werden oder entdeckt zu werden. Das wir ja nicht machen können, weil wir ja unentdeckt sind. Oder zeigen wir, aus welchem Holz wir sind. Eine Kiste aufheben. Trefft sie hart! Zeigen wir, aus welchem Holz wir sind.
Dankeschön. Und wieder auf das Sklavenschiff reisen, würde ich sagen. Was musst du jetzt machen? Ja! Da ist sie! Spieler ist in den Konflikt eingetreten. Ja, irgendwie war mir das klar. war nur etwas doof. Muss ich sagen. Nicht nur etwas, sondern ganz schön heftig doof. Das war auch doof. Und zwar so richtig. Hier vielleicht irgendwo steckt mir für mein Leben. Kurz. Boah, nein. Komm, Steckbriefe. Nur so ein paar Steckbriefe. Ach, na toll. Okay. Ach so, ja natürlich. Ja, Dummheit. Wie wäre es, wenn ich mich umziehe und eine Sklavin bin? Gerne. Nehmen wir doch die Sklavin lieber. Ja, ich glaube, in der Aufnahmesession heute habe ich so gut wie gar nichts hinbekommen. Naja, immer besser. So gut wie gar nichts als tatsächlich gar nichts. Ups. Es hat begonnen. Wir holen sie uns. Wir treffen sie, wo es weh tut. Ich zeig dir, wie wir das entfernen. Ein! Aua. Was? Oh, ich bin gestorben. Ja, jetzt fängt das natürlich alles wieder an. Wie schön. Das kennt ihr ja bereits. Wir werden einfach nur sinnlos sterben.